بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir möchten إن شاء الله ein bis zwei Hadith إن شاء الله heute von den Nawawi Hadith uns anschauen. Und zwar erstmal der 30. Hadith von Abu Tha'laba رضي الله تعالى عنه الخشني. Er berichtet, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم folgendes gesagt hat: Wahrlich, Allah hat Pflichten auferlegt, deswegen vernachlässigt sie nicht. Und er hat Grenzen gesetzt, überschreitet sie nicht. Und er hat Dinge verboten, deswegen begeht sie nicht. Und er hat über manches geschwiegen aus Barmherzigkeit zu euch, ohne dass er es vergessen hätte, deswegen sucht nicht danach. Dieser Hadith, liebe Geschwister, hat An-Nawawi rahimahullah ta'ala als Hasan eingestuft, und Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala hatte auch zunächst einmal den Hadith für authentisch eingestuft und später dann als Da'if, weil die verschiedenen Überlieferungsketten zu diesem Hadith so schwach sind, dass sie sich gegenseitig nicht stärken, wallahu a'lam. Insofern gehen wir davon aus, dass dieser Hadith nicht authentisch überliefert ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die andere Version des Hadithes, die nach manchen Gelehrten ihn stärkt, ist folgendes: der Hadith von Abu Darda über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo es heißt: Was Allah in seinem Buch erlaubt hat, ist erlaubt. Also was er halal erklärt hat, ist halal. Und was er für haram erklärt hat, verboten, ist haram. Und was er, worüber er geschwiegen hat, ist sozusagen für euch alles vergeben. Das heißt, worüber er geschwiegen hat, ist nicht verboten. Das heißt, wenn ihr es tut, ist es vergeben. Deswegen akzeptiert von ihm an euch dieses Wohlbefinden, das er euch geschenkt hat. Denn Allah, subhanahu wa ta'ala, denn Allah wird niemals etwas vergessen. Denn Allah wird niemals etwas vergessen. Und daraufhin hat er die folgende Aya gelesen aus dem Koran, aus Surat Maryam: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Dein Herr ist gewiss nicht vergesslich. Und das ist die Geschichte. Trotzdem wollen wir uns den Hadith ein bisschen anschauen, auch wenn es nur kurz ist, weil die Bedeutung des Hadithes ist, denke ich, verständlich und in Ordnung und nachvollziehbar. Auch wenn wir nicht sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, können wir nicht hundertprozentig sagen, dass er es wirklich gesagt hat. Aber die Bedeutung ist klar. Denn es ist tatsächlich so, dass Allah subhanahu wa ta'ala Dinge uns auferlegt hat, Pflichten, Fard, auf Arabisch heißt das, und Fard und Wajib ist fast dasselbe. Bei den meisten Ulama ist Fard und Wajib das gleiche. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Dinge auferlegt, deswegen vernachlässigt sie nicht. Und zu den Dingen, die Allah uns auferlegt hat, zu den ersten Dingen gehört die Arkan Islam, die Säulen des Islam. Und dann sagt er hat uns Grenzen gesetzt, Had oder Hudud gesetzt, deswegen übertretet sie nicht. Und zu diesen Grenzen, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat, oder Sachen, die er festgelegt hat, gehören zum Beispiel die Erbgesetze. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, eine bestimmte Person die Hälfte des Erbes bekommt, dann bekommt sie die Hälfte. Und da darf man nicht darüber hinaus ihr mehr geben oder weniger geben, als ihr zusteht. Oder ein Viertel oder ein Achtel oder was auch immer Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Dann sagt er, und er hat Dinge verboten, und deswegen begeht sie nicht. Und das Begehen der verbotenen Dinge bezieht sich darauf, dass, wie zum Beispiel irgendetwas, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, egal ob es im Insgeheimen ist oder ob es offenkundig ist, was man begeht. Und er hat Dinge über Dinge geschwiegen aus Barmherzigkeit euch gegenüber. Und das ist eine Tatsache. Im Koran finden wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Sachen als halal und bestimmte Sachen als haram bezeichnet hat. Und er hat uns, die Gelehrten haben davon Regeln abgeleitet. Aber es gibt trotzdem Dinge, und das sind die meisten Dinge, über die gar nichts steht. Ja? Die meisten, über die gar nichts steht. Und diese Dinge, da hat Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen darüber geschwiegen, in dem Sinne, dass er uns nicht gesagt hat,
ihr müsst es tun oder ihr dürft es nicht tun. Und deswegen ist es für uns sozusagen ein Spielraum. Das ist uns ein Spielraum. Und deswegen manche Gelehrte, wenn sie etwas sagen, was verboten ist oder erlaubt ist, und sie sagen, sie bevorzugen dann, dass die Sache erlaubt ist, sagen sie, Allah subhanahu wa ta'ala hat das weder im Koran verboten, noch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna, noch lässt sich das irgendwie ableiten. Also müssen wir davon ausgehen, dass es zu dem Teil gehört, über den Allah subhanahu wa ta'ala geschwiegen hat. Und die zweite Version dieses Hadithes ist von Abu Tha'la, von Abu Darda radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, was Allah in seinem Buch erlaubt hat, ist erlaubt, und was er verboten hat in seinem Buch, ist verboten, und worüber er geschwiegen hat, ist sozusagen vergeben. Das heißt, darf man machen, auch wenn er es nicht explizit erwähnt hat. Deswegen akzeptiert von ihm das, was er euch geschenkt hat, dieses Wohlbefinden, was er euch geschenkt hat, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals etwas vergessen. Und dann las er die Ayah aus Surat Maryam vor, und dein Herr ist gewiss niemals vergesslich. Und worüber Allah subhanahu wa ta'ala geschwiegen hat, ist zum Beispiel, oder was nicht, wo wir nicht darüber haben, Konkretes, ist, dass die Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala hatte im Koran gesagt, und Allah hat den Menschen auferlegt, oder den Menschen, oder Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Hajj vollziehen. Guckt immer nach vorne, nicht zu denjenigen, die nach reingekommen. Immer nach vorne gucken, nicht auf die Leute direkt. Da werde ich abgelenkt. Und der Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht darüber gesagt, wie oft man die Hajj machen muss. Hat er gesagt, einmal, zweimal, dreimal? Nicht. Erst nachdem ein Sahabi den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, jedes Jahr, und er musste mehrmals fragen, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm eine Antwort gegeben hat. Deswegen, weil Allah hat darüber nichts gesagt. Deswegen, wenn er nichts darüber sagt, können wir davon ausgehen, dass man es nur einmal machen muss. Ja? Weil, guck mal zum Beispiel, das Salah, der Wudu. Der Wudu, Allah sagt im Koran, wenn du Wudu machen willst, du musst dein Gesicht waschen, eins. Zweitens, deine Hände bis zu den Ellenbogen, Nummer zwei. Nummer drei, du streichst über deinen Kopf. Und Nummer vier, du wäschst deine Füße bis zu den Fußknöcheln. Er hat nicht gesagt einmal, zweimal, dreimal. Also muss man davon ausgehen, wenn man es einmal macht, hat man seine Pflicht erledigt. Und ich sehe gerade, die Gebetszeit ist eingetroffen. Deswegen hören wir kurz den Adhan und dann machen wir bis zur Iqama, inshallah, die Sira, den Hadith weiter. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Noch ein Satz zu dem Hadith von Abu Tha'laba. Und zwar die Aussage, dass Allah subhanahu wa ta'ala über bestimmte Dinge geschwiegen hat, und deswegen dürfen wir darüber nicht nachfragen. Oder deswegen sollen wir darüber nicht danach suchen. Gemeint ist, Allah sagte im Koran auch, dass man nicht über Dinge nachfragen soll, die, wenn man darüber nachfragt, dann vielleicht wird einem dann etwas klar, was man nicht hätte wissen wollen. Im Sinne von, wenn jemand zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegangen ist und ihn gefragt hat, O Gesandte Allahs, ist das halal oder haram? Da kommt jetzt entweder, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wird dann sagen, ich weiß nicht, weil er jetzt zum Beispiel nichts weiß darüber. Dann erwartet er eine Offenbarung von Allah. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm jetzt etwas sagt, dann gilt das. Das heißt, wenn er ihm sagt, es ist halal, dann bleibt es auch. Wenn er ihm sagt, es ist haram, dann ist es verboten. Wenn er nicht nachgefragt hätte, wäre es auf jeden Fall halal geblieben, weil es gab ja keinen Beweis, dass es verboten war. Aber dadurch, dass er gefragt hat, war es ein Grund dafür, dass es vielleicht verboten wird. Das war deswegen damals verboten zu fragen. Ja? Aber jetzt heutzutage, nicht, dass jemand das falsch versteht, heutzutage, du musst nach allem fragen. Du musst nach allem fragen. Du kannst nicht sagen, über das Gebet zum Beispiel, du wusstest nicht, dass man sich nicht bewegen darf im Gebet und nicht reden darf im Gebet. Oder kurz sich hinsetzen, darf Pause machen, kurz sein Gebet unterbrechen, was essen gehen, dann wieder zurück machen, sein Gebet. Da kannst du nicht sagen, ich habe nicht gewusst, dass man es nicht darf, und ich habe extra nicht nachgefragt, weil wenn ich nachgefragt hätte, dann hätte der Gelehrte mir vielleicht gesagt, dass es verboten ist. Ja? Das geht nicht. Ja? Sondern das war damals, damit kein Verbot von Allah kommt, und dann bist du der Grund dafür gewesen, dass es verboten ist, bis Yawm al-Qiyam.
dann muss er hoffen, dass wir nicht gegen ihn Dua machen, weil er der Grund war, dass es verboten wurde. Und deswegen hat ja Musa alayhi salam auch zu Adam gesagt, sinngemäß, wegen dir sind wir auf der Erde. Hättest du nicht vom Baum gegessen, hätte. Aber Adam hat ein besseres Argument gehabt, zu ihm gesagt, willst du mir etwas vorwerfen, was Allah subhanahu wa ta'ala schon bestimmt hat, 50.000 Jahre bevor er dich und mich erschaffen hat? Also Adam wird sagen, das ist zwar mein Fehler und ich habe die Sünde begangen, aber ich habe schon bereut. Also das ist nicht mehr. Allah hat bestimmt, dass wir auf die Erde kommen werden, deswegen mussten wir auf die Erde kommen. Und der zweite Hadith, liebe Geschwister, den ich noch noch ansprechen möchte, ist der Hadith von Abu al-Abbas, Sahl ibn Sa'd, al-Sa'idi, radiallahu ta'ala an. Er sagt, O Gesandte Allahs. Das ist ähnlich wie der Hadith von Mu'adh ibn Jabal. Der Hadith von Mu'adh, könnt ihr euch noch erinnern, da hieß es, teile mir mit eine Tat, die, wenn ich sie tue, gehe ich ins Paradies. Und Allah entfernt mich dadurch vor der Hölle weit weg. In diesem Hadith sagt Sahl, radiallahu ta'ala anhu, O Gesandte Allahs, weise mich auf eine Tat hin, bitte. Weise mich auf eine Tat hin, die, wenn ich sie tue, liebt mich Allah. Und die Menschen auch. Liebt mich Allah und die Menschen auch. Daraufhin sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, entsage dich den weltlichen Dingen, dann liebt dich Allah. Und entsage dich oder halte dich zurück vor den Dingen, die den Menschen gehören, dann werden die Menschen dich auch lieben. Das war die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Noch einmal. Halte dich zurück vor den weltlichen Dingen. Dann wird Allah dich lieben. Und halte dich zurück vor dem, was die Menschen besitzen, dann werden die Menschen dich lieben. Dieser Hadith ist inshallah Hassan, mindestens Hassan oder Sahih. Dieser Hadith, liebe Geschwister, weist wieder darauf hin, wie im Hadith von Mu'adh radiallahu anhu, dass die Sahaba radiallahu anhum eifrig waren danach, nach Gutem zu streben und nicht gewartet haben, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen sagt, was sie zu tun haben, sondern sie haben gefragt, O Gesandter Allahs, was soll ich tun, damit das und das geschieht. Und Askese, auf Arabisch bedeutet Zuhd. Und das ist der Begriff, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam verwendet hat. Und die eigentliche Askese bedeutet, wie der Prophet hier beschrieben hat, dass man sich vor allen Dingen entsagt, fernhält, die einen von Dhikrullah entfernen. Alles, was einen vom Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala entfernt, dem soll man sich enthalten. Und dann ist man ein Zahid. Dann ist man ein Asket im eigentlichen Sinne, im islamischen Sinne. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man sich nicht unnötig viel mit den Menschen trifft. Also diese Gespräche, lange. Die Leute neigen dazu, dass sie stundenlang zusammen reden können. Viele Menschen können zusammen lange sich unterhalten. Über Sportereignisse, über politische Ereignisse, über wirtschaftliche Ereignisse, was auch immer. Aber sie können nicht stundenlang, genauso lang zusammen über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Ich sage nicht einmal, nicht weil sie zu wenig wissen. Vielleicht Leute wissen viel. Aber nehmen wir mal zum Beispiel den Koran zu lesen. Nach wie vielen Stunden, oder soll ich lieber sagen, nach wie vielen Minuten, ist man irgendwann mal, sagt man sozusagen genug. Ja? Man kann nicht mehr. Man sagt, Alhamdulillah, ich habe heute meine 10 Seiten aus dem Koran gelesen. Aber das ist die Sache, liebe Geschwister, dass warum schaffen wir es, so viel Zeit zu verbringen für weltliche Dinge, aber unsere Herzen lassen nicht zu, dass wir für jenseitliche Dinge, für Dinge, die nach dem Tod sind, auch so viel Zeit investieren. Aber ich sage euch, die Herzen eines gläubigen Menschen, die schaffen das. Es gibt Menschen, die schaffen es, den ganzen Tag sich mit dem Islam zu beschäftigen. Schaffen es.
die Gelehrten, die wir kennen, die werden niemals das, die wären niemals das geworden, was sie sind, wenn sie sich nicht ihr ganzes Leben lang damit beschäftigt hätten. Wenn sie den Islam zu einem Hobby gemacht hätten, zu einer Sache von nebenbei, dann hätten sie niemals das Wissen erlangt, was sie erlangt haben. Bevor ich über diesen Hadith weiterrede, dann würde ich vorschlagen, beten wir erst einmal und dann machen wir nach dem Salah das zu Ende und dann die Fragen inshallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Kurze Erinnerung einmal an den Hadith. Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi radiallahu anhu sagte, O Gesandter Allahs, weise mich auf eine Tat hin, die, wenn ich sie tue, Allah liebt mich dann und die Menschen lieben mich dann auch. Und er sagte, enthalte dich dem Diesseits, den weltlichen Dingen, dann wird dich Allah lieben. Und enthalte dich dessen, was die Menschen besitzen, halte dich zurück von dem, was die Menschen besitzen, dann werden die Menschen dich lieben. Und wir haben gesagt, dass man, was bedeutet das, dass man sich zurückhält von weltlichen Dingen? Das bedeutet, dass man zum Beispiel seine Zeit nicht verschwendet mit unnötigem Gespräch. Es bedeutet auch, dass man sich nicht zu satt isst und alle anderen Dinge, die einem abhalten werden, dann, dass man zu lange nachts wach bleibt für Sachen, die nicht für Allah subhanahu wa ta'ala ist, weil all dies hält einem dann ab vom Gedenken Allahs. Die Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie so erschaffen, dass sie Geld mögen. Jeder Mensch mag Geld. Gold, Silber und weiß nicht was. Die Frage ist nur, was man damit macht. Jeder von uns mag. Auch der gläubige Mensch kann nicht sagen, ich mag kein Geld. Nein, auch der Gläubige wünscht sich, dass er Geld hätte. Nur die Frage ist, was macht er dann damit? Ja? Weil die Sahaba radiallahu anhum, manche von ihnen waren auch reich. Nur was haben sie damit gemacht? Und heutzutage sind auch manche Leute reich, nur was machen sie damit? Das eben kommt davon, was man damit macht. Und natürlich, wie man das erworben hat, logischerweise auch. Das ist halal oder haram, wie man es bekommen hat. Aber die Frage ist, was man damit macht. Und der Mensch, weil er natürlicherweise sein Geld mag und sein Hab und Gut besitzt, und das auch sieht man auch in der Gesellschaft, wer ein Haus baut, der baut auch dann öfter außenrum einen Zaun oder eine Mauer, um abzugrenzen und zu sagen, das ist mein Besitz, kommt diesem Besitz nicht näher. Und wenn einer einfach so mal in seinen Garten reinlaufen würde, du würdest dich wundern, warum geht er in meinen Garten rein, das ist mein Bezirk. Ja? Und deswegen, wenn du dich enthältst, wenn du dich entsagst, wenn du dich fernhältst von dem, was den Menschen gehört, dann die Menschen werden dich mögen. Umgekehrt, wenn du immer die Leute anbettelst, wenn du immer die Leute um Hilfe bittest, wenn du immer die Leute von ihnen etwas brauchst, dann werden sie dir aus dem Weg gehen. Dann werden sie die versuchen, oh, die Person so und so, der will immer was von mir. Ihr kennt das, also jemand ruft euch an, immer wenn er euch anruft, will er irgendwas von dir haben. Er ruft dich nicht an, wird dich fragen, wie es dir geht, wie es dein Kind, ob du Hilfe brauchst, ne? Sondern du weißt genau, dieser Anruf kostet mich irgendwas, Zeit, Mühe und so, Alhamdulillah. Nur manche Geschwister sind so, ja, und die sind dann nicht beliebt. Ist leider so. Ja? Natürlich, das heißt nicht, dass man, es geht um die, wie oft man das macht. Und aber nicht, dass jemand jetzt sagt, wenn wir in der Moschee, wir rufen jeden Freitag auf, helfen der Moschee, wir rufen nicht für uns auf, wir rufen für die Moschee auf. Okay? Also für Spenden und weiß nicht was, Müll wegbringen oder sonst was. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir nämlich im Koran, fattaqullaha mastata'tum, so fürchtet Allah, soweit ihr könnt, wasma'u wa ati'u, und hört und gehorcht, wa anfiqu khayran li anfusikum, und spendet, gebt aus von eurem Vermögen, das ist besser für euch. Das ist besser für euch. Denn die Zakah wurde Zakah genannt, weil es Tazkiyah macht. Tazkiyah ist Reinigung. Weil es deinen Charakter reinigt vor Geiz. In allererster Linie vor Geiz. Und deswegen ist es besser für uns, wenn man einen Teil seines Vermögens ausgibt. Und eine einfache Methode ist, damit der Shaitan einem nicht Armut verspricht, weil Allah sagt im Koran, dass der Shaitan uns Armut verspricht. Das heißt, er meint, er warnt uns davor, arm zu werden. Deswegen sagt er uns, spende nicht, denn wenn du 10 Euro gibst, hast du am Ende des Monats 10 Euro weniger. Okay? Und deswegen ist das Einfachste, es hat jemand das Gerät ausgemacht, deswegen ist das Einfachste, dass man von vornherein, wenn du ein Gehalt hast von 10.000 Euro, dass du von vornherein sagst, 1.000 Euro, die gebe ich der Moschee. Oder einem Arm. Oder weiß nicht was. Irgendjemandem hergeben.
Hauptsache, man gibt das nicht, lässt das nicht bei sich, weil dann ist, verfährt man der Versuchung, für sich auch ausgibt. Ja? Und wenn man das macht und davon ausgeht, dass man einfach nur 9, also eigentlich die Qualität ist schlechter geworden. Also falls jemand da am Mikrofon rumspielt, soll bitte das wieder so einstellen, wie es war. Keiner mag jemanden, der einem sein Geld wegnehmen will. Was wir von diesem Hadith ebenfalls profitieren, ist eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn du dich dem diesseits enthältst, dann liebt dich Allah. Und insofern gehört es zu den Eigenschaften Allahs, dass er manche Menschen liebt und manche Menschen nicht liebt. Allah sagt es im Koran, er sagt zum Beispiel, er liebt nicht die Ungläubigen. La yuhibbul kafirin. Ja? Und es ist eine sehr banale Sache eigentlich. Ne? Wenn Allah sagt, er liebt, dann liebt er. Und wenn er sagt, er liebt nicht, dann liebt er nicht. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah liebt, dann liebt er. Wenn er nicht, ist ganz einfach eigentlich. Nur es gibt eben Menschen, die diese Sache nicht glauben. Deswegen erwähne ich diese Sache, auch wenn sie sehr komisch klingt. Aber es gibt Menschen, die sagen, nein, Allah liebt nicht. Fertig. Ja? Weil sie sich das nicht vorstellen können. Weil sie denken, wenn jemand liebt, dann ist es wie ein Mensch, der liebt. Und Allah ist kein Mensch. Allah ist ihm nicht gleich. Aber die Antwort ist ganz einfach. Allah liebt auf eine Art und Weise, wie wir nicht wissen, wie. Punkt. Ja? Genauso wie Allah sprechen kann, auf eine Weise, wie du nicht weißt, wie. Weißt du, wie Allah spricht? Ich weiß. Aber jeder von uns glaubt, dass der Koran ist Allahs Wort, was er gesprochen hat. Jeder von uns glaubt, jeder von Ahl Sunna glaubt das. Ja? Nur warum ist es dann bei der Liebe anders? Es ist bei der Liebe nicht anders. Und das war's. Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hielt mich fest und dann sagte er zu mir folgendes: Sei in diesem Leben wie ein Fremder oder wie jemand, der einen Weg überqueren will. Sei in diesem Leben wie ein Fremder oder wie jemand, der einen Weg nur überqueren will. Wie ein Fremder, das heißt, er kennt dieses Leben nicht und ganz wichtig, er hat auch gar nicht vor, hier zu bleiben. Er weiß, dass er erschaffen worden ist vorher. Und Allah hat ihn da reingetan, in dieses Leben. Und er weiß, er wird kurz da bleiben und dann geht er dorthin, wo er eigentlich hingehört. Inshallah ins Paradies. Und deswegen, das ist ein Fremder. Aber wenn jemand natürlich sich das in diese... Was heißt Fremd? Ein Fremder zu sein, heißt, dass du dich wie ein Fremder benimmst? Ein Fremder, wenn er zu Besuch geht bei jemandem, dann ist er bescheiden. Er ist schüchtern. Er ist zurückhaltend. Er nimmt nicht alles, was man ihm anbietet. Wenn man ihn fragt, möchtest du etwas, sagt er manchmal aus Bescheidenheit, nein, danke, obwohl er eigentlich vielleicht trotzdem gerne wollte. Und so sollte man sich dem Diesseits gegenüber verhalten, dass Diesseits will dir alles geben, alles Verbotene geben, erlaubt geben, egal wie, und man hält sich davon zurück, weil man weiß, das, was ich jetzt kriege, was soll ich am Anfang? Dieses Geld, was soll ich am Anfang? Ich nehme es, okay, aber ich gebe es direkt weiter, in Sicherheit setze ich das. Und am sichersten ist das Geld, wenn du es für Allah subhanahu wa ta'ala hergibst, egal wie, hauptsächlich ist es für Allah her, weil dann Allah subhanahu wa ta'ala lässt aufschreiben, dass du es für ihn gegeben hast und Yawm al-Qiyamah, du kriegst die Belohnung zurück. Ja. Aber alles andere, wenn du dein Geld verstaust, investierst in Aktie manchmal oder eine Firma aufmachst oder sonst was, kann sein, die geht pleite und auf jeden Fall wird sie am Ende dieses Lebens, dieser Welt weg sein. Spätestens dann. Oder wie jemand, der nur einen Weg überqueren will. Ja, ganz kurz, du weißt, du bist kurz da und subhanallah, jeder von uns weiß, dass kein Mensch von uns weiß, wann er lebt, wann er stirbt. Keiner von uns weiß, wann er stirbt. Kann sein morgen, kann sein übermorgen, kann sein heute, kann sein noch später. Und stell dir vor, du wüsstest genau, wann du stirbst. Und es ist ja geschrieben. Jeder von uns ist sicher, wann er stirbt. Stell dir vor, lieber Bruder, du wüsstest, es sind 50 Jahre noch. 50 Jahre. Ich weiß nicht, aber würde dein Leben sich nicht verändern? Wenn du wüsstest, es sind noch 50 Jahre, du würdest sagen, es lohnt sich überhaupt nicht, irgendwas Verbotenes zu machen. Lohnt sich überhaupt nicht. Du würdest sagen, was soll ich mir Sorgen machen über Rizq? Ich weiß ja schon, dass ich 50 Jahre lebe, oder? Das heißt, ich werde nicht verhungern in diesen 50 Jahren, auf keinen Fall. Vielleicht sterbe ich am Ende auf Hunger. Aber ich werde auf jeden Fall 50 Jahre. Aber ich werde auf jeden Fall 50 Jahre lang leben, weil ich so bestimmt ist. Ja.
du würdest wissen, das Leben ist so kurz, ich muss mich konzentrieren auf mein Leben danach. Ja, subhanallah. Also ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber die meisten von euch sind über 10 Jahre alt. Und der Prophet hat gesagt, dass die durchschnittliche Alter von jedem Menschen in seiner Umma ist zwischen 60 und 70 Jahren. Also wenn du 20 Jahre alt bist, dann hast du schon die durchschnittliche oberste Grenze erreicht, mit 70 nach 50 Jahren. Und wenn du 10 Jahre alt bist, hast du die unterste Grenze schon erreicht. Das heißt, du kannst davon ausgehen, nicht, dass du noch 50 Jahre leben wirst, sondern dass du maximal noch 50 Jahre leben wirst. Maximal, das ist ja noch schlimmer sozusagen. Das ist noch schlimmer. Ja. Und ich gucke nicht die noch älteren Leute an, die älter sind als 20 Jahre. Aber es ist ja auch egal, weil es geht ja nicht darum, dass man möglichst lange viel Gutes tut, sondern es geht darum, dass man in dem Zustand stirbt, mit dem Allah einem zufrieden ist. Weil dann hat man Allah gezeigt, egal wie lange man lebt, man wird immer rechtschaffen sein. Und dann verdient man auch das Paradies. Für immer. Weil wenn du für immer leben willst, wirst du immer Muslim sein. Ja. Und der Kafir genauso. Der Kafir beweist sein Leben lang, dass er, egal wie lange er leben wird, noch ein Jahr länger, noch ein Jahr länger, er wird immer Kafir bleiben. Also verdient er auch die Hölle für immer. Weil es eine Eigenschaft von ihm gewesen ist. Und Allah sagt ja auch im Koran, wenn sie zurückgebracht würden, dann würden sie genau das Gleiche machen, was sie vorgemacht haben. Wer weiß das außer Allah? Niemand. Und die Leute wundern sich, warum die Leute ewig ins Paradies oder die Hölle gehen. Der Prophet, dann sagte der Prophet dann weiter zu Ibn Umar, und schaut auf dich immer, als wärst du ein Bewohner des Grabs. Betrachte dich immer als ein Bewohner des Grabs. Daraufhin sagte Mujahid ist einer von den Tabi'in, radiallahu anhu wa rahimah, ein Schüler von Abdullah ibn Abbas. Er sagte zu Ibn Umar, der den Hadith überliefert, Ibn Umar, radiallahu anhu, der diesen Hadith, den wir gerade gehört haben, vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört hat, er sagte zu seinem Schüler, während er den Hadith weiter erzählt, sagt ihm Folgendes: Wenn du morgens aufwachst, dann gehe ich davon aus, dass du abends noch lebst. Und wenn du abends einschläfst, dann gehe ich davon aus, dass du morgens noch wach bist. Und nutze deine Gesundheit, bevor Krankheit kommt. Und nutze dein Leben, bevor der Tod kommt. Denn du weißt nicht, O Diener Allahs, ja Abdullah, du weißt nicht, morgen, wie wirst du heißen. Und morgen, wie wirst du heißen, gemeint ist entweder, morgen wirst du zu den Glücklichen oder Unglücklichen gehören. Das heißt, Paradiesbewohner oder Höllenbewohner. Aber richtiger ist, Wallahu A'lam, gemeint ist morgen, du weißt nicht, wie du heißen wirst. Das heißt, lebendig oder tot. Das ist damit gemeint. Wallahu A'lam, ich barakallahu fikum, die Geschwister, und damit ihr nicht traurig den Saal verlasst, mit dem Hadith, denkt daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala am Ende dieser Sitzungen, wir erhoffen uns bei Allah, dass er uns unsere Sünden vergibt. Jeder Mensch, der so eine Sitzung hingeht und wo Allahs gedacht wird, Dhikr gemacht wird, und das ist eine der, es gibt nichts Besseres und als dass man, und das ist auch die beste Form, wie man sich im Islam weiterbilden kann und im Iman, indem man Ayat nimmt aus dem Koran oder Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam durchnimmt. Es gibt nichts Besseres als das. Manche Leute sagen immer, ich hätte gerne einen Vortrag über das Thema, über das Thema, über das Thema. Das Beste ist, das, was wir machen, dass wir Hadithe nehmen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die von einem Gelehrten wie al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala gesammelt worden sind aus allen Büchern und wo er zusammen uns getragen hat und gesagt hat, das sind die wichtigsten Hadithe, die ein Muslim erstmal kennen muss. Das heißt, da ist alles drin, was du wissen musst, sozusagen. Da ist das drin, was du an Iman wissen musst und an Charakter und an Fiqh auch teilweise, wie wir klar und deutlich gesehen, Halal und Haram, Alhamdulillah. Das ist das Beste, was du machen kannst. Die von der Erfahrung der Gelehrten profitieren und nicht eigene Sachen ausdenken. Nein, der Gelehrte hat dir das zusammengesetzt, weil er nach viel Nachdenken gesehen hat, das sind die 40 Hadithen, die du brauchst. Und deswegen, liebe Geschwister, sind wir da auf dem richtigen Weg, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit.